finally, the station. Does a dog have a soul? Dogs adore their masters. Is that even possible without a soul? Does one need a soul to feel love? Is it possible to love without a body? What remains if you deprive a dog of a body? How can it love something it can't hear or sniff? How can it remember someone it loves if it loses its brain with its memories? In a world without bones, cold, procreation, beautiful women, rich men, bodies, basically, passion, kindness, love. Can any of it exist without the body? For a dog? What? Yes. For a dog. Da ist sie wohl gerade ein bisschen abgedriftet. Und hat wohl auch ein bisschen von sich selber erzählt. Er kam mir zumindest so vor. Auferstehung Christi. Jesus Christus, du bist auferstanden von den Toten und hast dieser Welt Leben geschenkt. Wir sind Zeugen deiner Wiederauferstehung, o Herr. Sammeln wir eigentlich diese ganzen Dinge? Inventar. Okay, wir sammeln wirklich alles. Pavel Sergejewitsch, Nikas Vater. Die Mutter Oberin erlaubt es nicht, Fotografien zu behalten. Aber für Indika ist das Bild die letzte Verbindung zu ihrem alten, weltlichen Leben. Rosenkranz. Wenn Indikas Leben gänzlich unerträglich wird, packt sie das Kreuz an ihrem Rosenkranz so fest, dass ihr das Blut über die Hand rinnt. Nur so kann sie die hasserfüllte Stimme des Teufels ausblenden. Deshalb bohrt sich das dann in die Hand hinein. Streichhölzer. Indika hatte diese Streichholzschachtel von der Ikonenmalerin Marfa erbeten, die sie zur Ankunft des Metropoliten Hilarion dekoriert hatte. Als Mutter Varvara das Geschenk im letzten Moment ablehnte, ging es an Indika. Das schöne Reliquiar. Oh Gott. Brief an Pater Hermann Kloster Danilov von Varvara, Oberin des Konvents Belovodiski. Apfel Orlovka, die Lieblingssorte von Tichon, dem Fährmann. Ehrlich gesagt sind diese Äpfel nicht besonders lecker. Tatsächlich sind sie oft unsäglich sauer, aber viele Freuden hat das Kloster nicht zu bieten. Morphin, Schmerzmittel für starke Schmerzen verschiedener Ursachen, vorwiegend bei solchen chronischer Natur. Mopin. Gut, alles andere kennen wir. Okay. Spannend. Zumindest haben wir jetzt keine Sorge mehr um diesen Hund. Auch wenn es ziemlich brutal ausgesehen hat, wie er da um dieses Rad gesprungen ist und seinen Kopf die ganze Zeit bam, bam gemacht hat. Da ist, glaube ich, der Bahnhof, zu dem wir müssen. Ilja ist schon weiter. Nach da vorne gegangen.
asshole put that there? Maybe the crane could move it. Okay. Könntest du mich bitte da weglassen? Schau dich nur mal um. Wir machen das Gleiche. Warte, 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 da ist was. Hilfe wirft bußfertige Sünder. Eine Beichte ist ein Sakrament. Sie ist ein Zeichen tiefer Reue, ein Verlangen nach Läuterung, das einem Gefühl heiliger Frömmigkeit entspringt. Sie ist eine zweite Taufe. Durch Buße sterben wir in den Augen der Sünde und werden im Licht der Helligkeit wiedergeboren. Okay, da ist Ilya schon. Dann mal schauen, ob das irgendwie funktioniert mit diesem Kran. Schätz mal hier. This thing still works, it's a miracle. What? How can I detach the load? Gotta figure it out. Why figure it out? It works anyway, right? Look, there's a platform on the other side. Okay, wir müssen einfach da rüberkommen eigentlich. When's the next train? What if it's tomorrow? The station must have the schedule. What's the point? I don't think it's gonna stop here. So what do we do? Have you read Mark Twain? Tom Sawyer? Yes. So... I like it. Me too. What are you doing? Das ist falsch. Wir müssen da hinten... Okay, das ist Farbe. Wollte gerade schon sagen, ist das Blut? Aber nee, zum Glück ist es Farbe. Spannend, dass hier alles mit Dampf betrieben wird. Watch it! So, drüben sind wir. Alles gut. Ich weiß, war ein bisschen holprig. Jetzt nicht runter, wir müssen da hinten lang. That one? That one. Let's jump. What? Jump! Your ideas are so strange for a nun. Those aren't my ideas. I mean, I didn't choose the monastery life. Were you sent there against your will or something? Not against my will. I mean, when you're 15, the monastery isn't really a dream destination. There was no other way. Sometimes there are circumstances. You have a choice, whether monastery or... Circumstances? You were 15. But now you're like an angel of God, even though you're black all over. Your clothes are black. Maybe you've never had a creature that has fallen as far as I have. Anything else? Fallen? How? Yellow ticket or something? What? I've only known one. Have you been married?
No, never. Why am I even explaining myself to you? Geh schlafen, morgen mit ein großer Tag, Sava. Iljitsch kommt vorbei, um einen offiziellen Antrag zu machen. Schau, die Nacht ist voller Sterne, doch am Himmel fehlt ein Stern. Ich warte auf dem Dach auf dich. Oh. Was ist das jetzt schon wieder? Aber ziemlich cool gemacht. Schon wieder. So, das ist ein Kamin. Und die Musik passt wieder eigentlich so gar nicht dazu. Aber irgendwie halt doch. Das war ein Fehler. No! Das muss man timen. Sava? Ich kenne keinen Sava. Aha. Ich hätte es wissen sollen. Am Himmel fährt ein Stern. Was für ein Unsinn. Wo ist mein Motorrad? Hör zu. Es ist etwas passiert. Du wirst es mir nicht glauben. Dieb! Mistkerl! Was ist das für eine Melodie? Die ist von mir. Du lügst, schon wieder. Nein, ich habe sie an dem Abend verfasst, als wir uns begegnet sind. Zbazov. Where are we going? This is the Spassor Fish Factory. I think nobody's there now. That's good. And the line to the city's always open. How do you know all this? Have you worked there? Oh, not a chance. My mum worked there. Loading. Be quiet.
Oh. What are you doing? Fuck! Fuck! Oh, that stench. Disgusting. Oh, that smell. Reminds me of my mother. She could never wash it off, no matter how she tried. I even loved that smell. And she was shy about it. Whenever she had to go to the store or was summoned to my school, she used some unbearable perfume. It would tickle my fucking nose whenever she hugged me. Where is she now? I don't know. War das alles gerade Kaviar von übermäßig großen Fischen? Sah fast so aus. Okay, da kommen wir wahrscheinlich gleich hin. Ich komme gleich, Ilia, keine Sorge. Aber hier gibt es noch was zu lesen. Die Leiter zum Paradies. In dieser Leiter wurde der heilige Jakobus gewahr, während er auf seinem Asketenlager ruhte. Begeben wir uns eifrig und fromm auf diesen himmlischen Aufstieg, der mit der Scham beginnt, die wir vor Gott fühlen, und mit der Keuschheit endet. Okay, schön. Weiter nach oben. Was? Ist Ilia schon drüben? Oh, shit. Oh, oh Gott. Ich hasse solche Dinge. Oh Gott! Alter, das sind übermäßig große Fische. Oh Gott! Oh shit. Oh well. Ja gut. Soll ich lieber ein bisschen abwarten? Okay. Danke, dass du mich geduckt hast. Ducken! Oh shit! Du bist drüber! Ich hab Spaß! Shit! Oh Mann. What an ending. Nachher hat es nicht mehr gereicht, leider da rüber zu rennen. Oh Gott! Jetzt zurück, 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 zurück! Okay, hier oben ist zum Glück nichts, was uns da runterhauen möchte. Junge, was ist denn das für ein Riesenfisch? Keine Ahnung, wo Ilia ist. Not again. Du sagst es. Da ist Ilia, oder nicht?
diesmal zumindest ein bisschen einfacher. Das ist falsch. Okay, nee, das war geplant. Wie scheint. Holy shit. Hat er nicht ganz unrecht. You have no idea how nice it feels to take my wimple off. My head's so itchy all the time. Not even allowed to sleep without it. It's not like anyone will see you if you take it off. The Dean walks around all night checking on us. Really? It's just like the screws and the clink. Our Dean is more like a warden. She also manages the coin and assigns our bunks. Sorry, but the smell from your arm is unbearable. We have to go.